So, Hallöchen damit, willkommen hier zurück zum Let's Play von Deponia 3. Ja, wir sind jetzt hier hinten in der Kanalisation, natürlich mit spanischen Akzente, weil wir sind ganz bestimmt irgendwo in Spanien. Ganz klar, das ist Deponia bestimmt irgendwo. Und ja, im Inventar haben wir immer noch nichts, wir sind arme Kirchenmäuse. Was haben wir hier? Ist das hier Wir schauen uns am besten einfach mal ganz langsam um. Wir haben hier relativ viel zu entdecken. Fangen wir einfach mal, wo fangen wir an? Rechts oben. Nach Größe und Gewicht zu urteilen, befindet sich in dieser Kiste eine geringfügig kleinere Kiste. Oder ganz was anderes. Schwer zu sagen. Ja, vor allem auch... Hey, Rotzis! Könntet ihr vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus! Aber Herr Rufus, Sir! Schon klar, mein Fehler. Vergesst es einfach. Also, da kommen wir eh nicht hoch. Kiste auf dem... Pinken, was auch immer das ist, Wohnwagen, keine Ahnung was. Können wir nicht hin. So, gehen wir mal durch. Was ist denn da bei mir? Eine Sprosse. Ach, da komme ich wahrscheinlich hoch. Was ist denn jetzt schon wieder? Herr Rufus, wir kommen nicht hoch. Wer sagt denn, dass ihr hier hoch sollt? Wir müssen bei Ihnen bleiben. Hier ist es viel zu gefährlich für Kinder wie uns. Ach, ist doch dummes Zeug. Gefährlichkeit ist wie Gespenster. Sowas gibt's gar nicht. Und hier schon gar nicht. Die ganze Gegend voller netter Leute. Na los, geht pielen. Hey, psst. Niedlich. Die haben ja schon Freunde gefunden. Was ist denn das? Niedlich. Die haben ja schon Freunde gefunden. Hey, ihr Zwerge. Anmarsch. Ich glaube, ich habe wen an... Wo wir die Kinder für 5 Slotty ran verkaufen können. Wie kriegen wir euch wieder nach da hinten? Da komme ich gar nicht ran. Der kommt nur raus, wenn ich da hochgehe. Oder warte mal. Na los, ihr kennt das Spiel. Husch. Hey, psst. Ich habe Süßigkeiten in meinem Van. Wahrscheinlich wirklich. Okay, gut, es ist in Ordnung. Wir unterhalten uns mal mit Goon. Was ist da oben eigentlich noch? Gucken wir da vielleicht erstmal kurz raus, wo es denn da hingeht. Goon, alter Haudegen! Was machst du denn hier? Oh nein. Alles, nur das nicht. Ist das ein Freund von dir? Weit davon entfernt. Himmel, Goon. Warum bist du denn so schroff zu dem armen Mann? Er hat leider gute Gründe. Wir waren mal richtig dicke Kumpels. Was? Waren wir nicht? Wir hatten sogar ein Hip-Hop-Projekt am Lauf. Was? Hatten wir nicht? Aber dann habe ich ihn einfach sitzen lassen. Ich mache mir bis heute die entsetzlichsten Vorwürfe. Wovon redest du denn da? Ich habe 3, in Worten, 3 verdammte Kreuze gemacht, als du endlich weg warst. Ja, ich weiß. Du bist verbittert. Umso besser, dass wir uns wieder treffen. Ich habe so einiges wieder gut zu machen. Ich verstehe nur Seilbahnhof. Wo habe ich nur meine Manieren gelassen? Du hast mich noch gar nicht deiner reizenden Begleiterin vorgestellt. Muss das sein? Aber Goon. Na gut. June, das hier ist Rufus. Rufus, das hier ist June. Meine Freundin. Freut mich sehr, Rufus. Jetzt mal nicht so voreilig. Also macht mir noch der Blick von dem Mann da unten rechts in der Ecke Sorgen. Er könnte sagen, was er wollte, der macht mir immer noch Angst. Aber es ist, glaube ich, auch so gedacht. So, also. Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Die langen Gespräche über soziales Gefälle. Ein wärmendes Lagerfeuer. Freestylen an der Kaimauer. Das ist doch gerade mal ein paar Tage her. Ja, das waren Zeiten. Du hast meinen Regenschirm kaputt gemacht und mich gezwungen, einen Stiefel zu essen. Klingt so, als hättet ihr Spaß gehabt. Spaß? June, er ist komplett verrückt. Wir waren beide verrückt damals. Hat dir Goon nie von seinen legendären Streichen erzählt? Einmal, da hat er sich als Penner verkleidet, um die armen Leute in den Slums zu ärgern. So war das doch gar nicht. Er hat sich sogar mit AA eingerieben, um genauso zu stinken wie die. June,
glaub ihm kein Wort. Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Es ist immerhin das erste Mal, dass ich einen deiner Freunde von früher kennenlerne. Er ist aber kein Freund von früher. Er war eher wie ein Wesen aus einem bizarren Paralleluniversum. Ja, solche Partys hatten wir damals auch. Oh, schön, dass die beiden, das ist einfach schön. Wobei, die sind echt knuffig, würde ich sagen. Machen wir mal weiter. Wie ist es dir ergangen? Mal sehen. Also abgesehen davon, dass ich eine chronische Lungenentzündung davongetragen habe und dass es wirklich wehgetan hat, als sie mir die Schnürsenkel mit einer Sonde aus dem Darm entfernen mussten, finde ich, dass ich es ganz gut getroffen habe. Ich habe June kennengelernt. Wir sind jetzt schon fast eine Woche zusammen. Und Stand jetzt könnte ich nicht glücklicher sein. Nicht glücklicher? Ja, war gut. Habt ihr euch mal umgesehen? Hallo, ihr seid hier in der Gosse. Das ist uns egal. Hauptsache, wir haben uns. Aufhören, ich kann nicht mehr. Nein, sorry. Ich will mich nicht über das Elend anderer lustig machen. Wo ich mich doch so gebessert habe. Und das werde ich beweisen. Ich werde wieder gut machen, was ich dir angetan habe. Indem ich euch hier raushole. Jawohl. Also, ich finde die beiden sind eigentlich voll knuffig. Also... Ja, ich finde euch voll knuffig. Ihr beide seid so richtig zusammen? So mit allem drum und dran? Knick, knack? Ja, wir sind zusammen. Es ist einfach perfekt. Wie ist es mit dir und dieser Goal? Auch super. Auch knick, knack. Hat sie immer noch diese Beschwerden? Ich weiß nicht, wovon du redest. Naja, sie wurde doch manchmal urplötzlich so seltsam kindisch. Ach das. Sagen wir einfach... Unsere Beziehung hat nochmal so richtig einen Neustart bekommen. Ach so, und falls ihr Tipps braucht, die gute Dame mit den Pfandflaschen steht euch gerne mit Rat und Tat beiseite. So. Also, falls ihr da nicht Angst haben wollt, dass da irgendwann mal jemand von euch da und in die Ecke gerät, das ist ein Teil von euch, da kann man was dagegen tun und so. Also. Und, Ihr lebt in der Kanalisation? Das ist ja furchtbar. Keine Sorge. Uns geht es gut. Wir sind glücklich. Nein, 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 das geht so nicht. Ihr seid so tolle Leute. Ihr habt etwas Besseres verdient als ein Leben in der Kloake. Ein hübsches Stadthaus. Ach, was Haus? Eine Villa. Die schönste Hausvilla für das schönste Paar ja, von Porta Fisco. Ja, okay. Rufus ist gut. Das hast du aber lieb gesagt. Wisst ihr was? Ich werde euch helfen. Nein, 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 Rufus. Nein, wirklich. Wirklich, Rufus. Nicht helfen. Alles. Nur das nicht. Aber Grun, was ist denn los mit dir? Machen wir einfach mal. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Grun. Das letzte Mal habe ich dir ziemlich übel mitgespielt. Oh, ist das süß. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, um das wieder gut zu machen. Du könntest einfach verschwinden und uns in Ruhe lassen. Goon, was ist denn nur in dich gefahren? Ist schon in Ordnung, June. Ich kann ja verstehen, dass dein Freund Ressentiments gegen mich hegt. Ich habe ihn in der Vergangenheit schwer enttäuscht. Es ist kein Wunder, dass er meine Entschuldigung nicht annehmen will. Ich werde wohl ewig mit meinem schlechten Gewissen leben müssen. Du wirst es überleben, fürchte ich. Goon, er hat sich entschuldigt. Jetzt sag schon was. Ist ja gut. Rufus, ich bin dir nicht böse. Was auch immer du mir angetan hast. Im Endeffekt hat es dazu geführt... Ja, es hat dazu geführt, dass ich June kennenlernen durfte. Und dafür bin ich tatsächlich dankbar. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Aber ich spüre, dass ich noch etwas für euch tun muss, um es wirklich wieder gut zu machen. Was? Nein, 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 nichts tun. Es ist gut. Hörst du? Irgendetwas ganz, ganz Großes. Oh, Himmel. Ja, okay. Die tut mir aber echt leid. Arme Goon. Ich bestehe. Nicht du. Wir sind glücklich. Was? Lasst uns hitten. Okay, das ist eh noch was Gleiche. Bitte, bitte, bitte gib uns wenigstens genug Zeit, die Helme rauszusuchen. Goon. Der Arme. Können wir jetzt da vielleicht mal das Gullygitter durchgucken? War ich mein Primärziel. Hm? Rufus? Bist du das? Nein, du spiegelst dich nur in einer Pfütze an der Bordsteinkante. Natürlich bin ich es. Warte mal, du bist in der Kanalisation gelandet? Haha!
Du sitzt ja voll in der Scheiße. Wenigstens tue ich was Nützliches. Toilettentieftauchen. Toll. Ich habe Gold gefunden und weiß, wo die Nukleinsäure ist. Und was hast du geschafft? Ich habe meinen Mantel sauber gehalten. Hast du in deinem sauberen Mantel auch schon die Rebellen alarmiert? Noch nicht. Dafür habe ich Boso getroffen. Leider ist er nun wirklich keine große Hilfe. Und das ist eine Neuigkeit? Nee, das nicht. Auf jeden Fall ist es gut zu wissen, dass wir uns durch dieses Gitter hindurch austauschen können. Ja, das könnte noch nützlich werden. Ich könnte dir Gegenstände nach unten reichen. Ach, es wäre doch zu schön, wenn es dafür ein neues Interface-Element gäbe. Mensch, toll du! Ich hoffe, es funktioniert auch andersrum. Na schön, ich guck mich dann mal weiter um. Vielleicht finde ich ein bisschen Klopapier für dich. Wenn du die Wahl hast, nimm das dreilagige mit den Luftpolstern. Jetzt können wir also Sachen austauschen, die wir da drauflegen. Das ist gut, okay. Wissen wir es also auch. Drehgroschenspieler. Und wir haben die Kinder alleine gelassen. Glaube ich, keine so eine gute Idee. Bei der Musik kann man ja ein Auge zudrücken. Aber an dem Show-Act muss noch ein bisschen gefeilt werden. Ja, das stimmt. Irgendwas fehlt an diesem Wagenheber. Etwas zum Kurbeln. Und es müsste genau in diese Kurbelhalterung da passen. Was könnte das nur sein? Hiermit erkläre ich meine Suche nach dem fehlenden Glied zwischen Mensch und Affe für beendet. Denn von so einem möchte ich gar nicht abstammen. So, das heißt, wir müssen eine Kurbel wahrscheinlich finden und sie dann da durchreichen, weil wir da unten eh keine finden. Was ist das da oben? So ist kein Rankommen. Dann geh mal da runter, Kollege. Geh mal da runter. Ein Kurbelauswurfknopf. Keine Kurbel zum Auswerfen da. Ja, da magst du wohl recht haben. So, Goon und June sind zufrieden und glücklich. Niedlich. Die haben ja schon Freunde gefunden. Kann ich mit dir mal quatschen? Und darum, liebe Kinder, ist es zu eurem Vorteil, wenn ihr mir in meinen dunklen Wagen folgt. Was geht denn hier ab? Diese zwielichtige Gestalt versucht uns unter nicht weniger zwielichtigen Umständen in deinen Lieferwagen zu locken. Und worauf wartet ihr noch? Das kann nicht dir ernst sein. Kinder dürfen nicht zu Fremden in den Lieferwagen steigen. Das ist eine sehr wichtige Regel. Regeln sind was für Leute, die zu ungeschickt zum Schummeln sind. Ich bin der festen Überzeugung, dieser freundliche Herr hat nur die allerbesten Absichten. Nicht wahr? Genau. Er behauptet, er habe einen Streichelzoo mit niedlichen Tieren da drin. Ein Streichelzoo? Ist das wahr? Was? Naja. Eigentlich. Ich zuerst. Aus dem Weg. Ganz schön dunkel hier für einen Streichelzoo. Ja, wo sind denn jetzt die niedlichen Tiere? Naja. Hier. Direkt vor Ihnen. Uiuiui. Ich bin ja so gespannt. Hilf. Die letzte Folge war schon so schlimm, Leute. Das geht doch nicht. Das geht doch so einfach nicht. Boah, ich sitze gerade hier und schlag verzweifelt, also im übertragenen Sinne, die Hand über dem Kopf zusammen, weil ich nicht kann, mein Mikrofon vor meinem Mund hängt, aber... Poki, das kannst du mir doch nicht antun. Oh, was tun Sie denn da? Sie bringen das arme Tier ja um? Ah, nicht. Na doch, Sie erwürgen es. Na, nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören, sofort! Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Du warst sowieso gerade fertig. Und? Was und? Es war super cool. Die Tiere waren ultra niedlich. Und ich durfte sie streicheln. Ich glaube, sie flunkern. Du bist doch nur neidisch. Das nächste Mal mache ich einen Abdruck. Dann wirst du heulen vor Neid. Uhu, ich will sterben. Ich bin schon ganz gelb vor Neid. Und dann werde ich lachen. Es ist ja okay, gut. Hast du vielleicht irgendwas zum Abdruck machen hier? Papier- und Druckerschwärze vielleicht. Können wir das dir vielleicht mitgeben? Können wir damit einen Abdruck machen? Das lasse ich lieber im Mantel. Ich möchte ja nicht wie ein Hausierer wirken. Schönen guten Tag. Was denn jetzt noch? Ich wollte noch mal deinen Streichelzoo besuchen. Nein, danke. Hey!
Was soll denn das? Menno, reg dich doch mal nicht auf. Ich wollte mir doch nur noch mal deine Tierchen angucken. Aber... Ruhig, Blut. Dann bin ich doch auch gleich wieder weg. Was tun Sie denn da? Na, nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören! Sofort! Machen Sie, dass Sie hier rauskommen! Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Wir sind sowieso gerade fertig. Und? Haben Sie jetzt einen Beweis? Und ab! Ach ja? Und was soll das bitte darstellen? Ein Wollschnabeltier. Ich mag Schnabeltiere. Stisselte Schnabeltier. Ein kuscheliges Wollschnabeltier. Ach ja? Meines Wissens gibt es Wollschnabeltiere nur in Australien und Schottland. Ah, na ja, vielleicht war es auch was anderes. Ein Miezekätzchen. Ein entzückendes Miezekätzchen. Ach ja? Ja. Hier ist der Kopf und da ist hinten. Und was ist das da? Schnurrhaare. Am Hinterteil? Ah, na ja, vielleicht war es auch was anderes. Ein niedlicher Welpe vielleicht. Ein niedlicher Welpe. Ach ja? Was für eine Rasse? Oha, Dackel. Haben die nicht eine viel kürzere Schnauze? Ah, na ja, vielleicht war es auch was anderes. Ein kunterbunter Schmetterling. Das soll ein Schmetterling sein? Na klar. Guck doch mal genau hin. Hier sind die Flügel. Hier die, naja, die sind da. Ein Schmetterling. Und jetzt? Was haben wir jetzt eigentlich erledigt? Ich verstehe es nicht ganz. Also, was haben wir denn erledigt? Den Pub besuchen. Ja, da wollen wir noch, nee. Ich weiß jetzt von etwas, was wir erledigt haben, weil es nicht auf der Liste auftaucht. Wenn wir wieder antilinear spielen, das ist das Schlimme. Spielen wir wieder antilinear. Wir haben schon mal eins von den Abdrücken. Das ist toll. So, und ich würde sagen, bevor ich diese Folge beende, hier oben mal wieder den guten Gronkh als Entwicklerkommentar. Und das lasse ich jetzt mal zu Ende der Folge einmal abspielen. Wer gerne abschalten möchte, kann gerne abschalten, weil es die folgenden ist, die wir jetzt haben. Und für alle, die es interessiert, die bleiben einfach mal dran und hören den Entwickler-Kommentar von guten Gronkh an, wie ich zum Beispiel auch. Guten Tag, mein Name ist Gronkh und ich bespreche hier soeben diesen professionellen Audiokommentar, der überflüssige Gigabytes auf eurer Festplatte belegt. Ich werde mich bemühen, möglichst ausschweifend und uninformativ darüber zu reden, was ich im Grunde genommen in 10 Minuten Sprachaufnahme gemacht habe und werde es so verpacken, als hätte es Jahre gedauert, um diesen professionellen Anspruch zu erreichen. Vielen Dank, dass Sie mir auch dabei zuhören und wir legen einmal los. Ja, was soll ich sagen? Es kommt mir vor, als wäre es bereits Jahre her. Ich versuche mich krampfhaft zurückzuerinnern. Goodbye Deponia. Damals in Hamburg die Sprachaufnahmen. Wie war das doch gleich? Ja, lasst uns einmal ganz kurz reminiszieren, wie es sich damals zugetragen hat in dieser kleinen, engen, heißen Sprecherkabine, in der ich jetzt immer noch stehe und Audiokommentare einspreche, nachdem ich gerade erst die Rolle von Goon in Deponia 3 einsprechen durfte und das Spiel selber noch nicht gespielt habe, jetzt aber so tun muss, als wüsste ich darüber Bescheid. Es ist ein großartiges Spiel. Selten habe ich so etwas Gutes gespielt und gesehen und die Dialoge fantastisch einfach wieder dargestellt und man möchte beinahe meinen, dass dieses Spiel endlich die Diskussion darüber beendet, ob Spiele denn Kultur sind, denn dieses Spiel ist kein Spiel, es ist einfach ein Stück Reinkultur. Und wenn ich rein sage, dann meine ich nicht den dreckigen, stinkenden Fluss. Nein, ich meine die Reinhaftigkeit eines Rubins, eines Diamanten, so rein, wie nur das Leben selbst sein kann. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie sich diesen Scheiß immer noch anhören, den ich hier verzapfe gerade. Auf jeden Fall, man hört es schon, eine ausgelassene Stimmung hier in der Südkurve, hier im Studio auch. Draußen wird auch schon geschmunzelt. Man tut so, als wäre das lustig, was ich gerade fabriziere, aber in Wahrheit müssen dies ja dann später auf den Datenträger pressen. Ich bin ja fein raus aus der Geschichte. Und auf jeden Fall kann ich sagen, Ich versuche hier abzuleiten von dem, was ich gerade aufgenommen habe, von diesen Gesprächsfetzen versuche ich immer so ein bisschen abzuleiten, was passiert in Goodbye Deponia, was erwartet mich dann im kommenden Let's Play, was wahrscheinlich zum Zeitpunkt, während ihr das hier hört, vielleicht schon gelaufen ist, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall habe ich festgestellt, Goon hat eine heiße Freundin. Ja, endlich! Und ich frage mich, wie ist das passiert? Ich meine, der hat im letzten Teil alles vollgestunken. Ganz ehrlich, die hat er doch bewusstlos irgendwo aufgelesen. Die war in seinem Dunstkreis wahrscheinlich, ist dann zusammengesackt. Und er hat sie dann erstmal, ich weiß nicht, hat er vielleicht noch eine Datasette eingeschoben in den Kopf oder sowas. Das kann ich mir gar nicht anders erklären, weil sie ist heiß und er stinkt. Ach so, die Frauen haben keine, aber die haben ja Augen. Ich meine, irgendwas muss doch da falsch laufen. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass die jetzt wirklich auf ihn dann, also weißt du schon. Das weiß ich nicht. Was ist eigentlich, ganz kurz, Poki, man hört dich ja auch in der Aufnahme, ne?
Ach, das ist ja wunderschön, dass man den Poki jetzt nicht hört. Ich wollte gerade fragen, was mit dem Gondoliero sein wird. Aber ihr wisst es natürlich bereits, ob er im dritten Teil vorkommt oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich stehe gerade mit 3 Fragezeichen. Auf jeden Fall, das Wichtigste ist, Goon hat eine heiße Freundin. Und ich glaube, Rufus schafft es einfach, jegliche Hoffnung zu sprengen, die da jemals für den alten Penner gewesen ist. Und ich bin sehr gespannt, ob wir vielleicht, und ich hoffe, ich werde jetzt nicht geschlagen, dass ich Vermutung anstelle, ob wir vielleicht Goon oder auch und oder Rufus vielleicht in einem weiteren Spiel jemals wiedersehen. Aber natürlich sind das nur Spinnereien. Erstmal gilt es natürlich jetzt, dieses Spiel zu spielen. Und wenn du dir die Trilogie gekauft hast, hoffentlich auch ehrlich und legal. Wie gesagt, Leute wollen ja auch was essen. Die wollen ja auch ein Obdach haben und so weiter. Man muss ja sein Schärflein zur Gemeinde beitragen. Und wenn du dieses Produkt kaufst, dann führst du ja auch Steuern darauf ab. Das heißt, wenn du dieses Produkt kaufst, unterstützt du nicht nur die Entwicklung, sondern du unterstützt auch Deutschland für tolle Straßen, für ein tolles Bildungssystem. Mit diesem Produkt hast du der Welt oder halt uns einen großen Dienst erwiesen. Vielen lieben Dank dafür. Und ja, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Spaß an den Spielen. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß bei den Aufnahmen, auch wenn es immer nur sehr kurz ist. Leider viel zu kurz. Aber ich hoffe, das lässt sich noch ein bisschen ausbauen. Ich hoffe sehr viel, was am Ende dabei rauskommt. Das wissen wir noch nicht. Und ich hoffe auch, ihr gebt die Hoffnung niemals auf im Leben. So, nach so viel Melodramatismus möchte ich mich jetzt verabschieden. Tut mal lieber was Sinnvolles, als euch mein Geseier anzuhören. Und spielt lieber ein paar Spiele oder geht doch mal raus und genießt die Sonne und spielt die Spiele auf dem iPad. So, jetzt aber Horrido und Tschüsschen. Danke fürs Zuhören, euer Gronkh, und danke fürs Dabeisein. Tschüss. Ja, ich habe einfach gerade mal ganz kurz mein Mikrofon ausgeschaltet, was vielleicht ein paar komische Störgeräusche gemacht hat. Und habe neben dem Essen was gegessen und getrunken. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Das war's aber für diese Folge und ich sag tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Und der Gronkh-Entwickler-Kommentar musste einfach sein, es tut mir leid. Und ja, ich musste neben mal Apfelkuchen essen. Und deswegen habe ich mich gemutet, damit er das nicht hört. So. Aber ich fand's schön. Doch, das gefällt mir. Auch wenn er nicht zum Spiel beiträgt. Ich höre ihn immer wieder gerne. So. Macht's auf jeden Fall gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschüss.